mein Name ist Christian Ladendorf. Ich bin hier im Lügenmuseum und darf ich darf heute hier sein und Bilder malen. Darüber freue ich mich am meisten, weil gerade das Atelier so klein ist. Und ich male gerade einen fahrbaren Turm, den kann man immer verschieben. Und da oben ist das Atelier und das kann man überall dorthin bringen, wo man gerade ist. Ich bin eine Verehrerin des Lügenmuseums und komme gerne her, bringe auch gerne Gäste mit. Und ich habe jetzt also gestern eine E-Mail bekommen, dass unser Lügenmuseum hier in Radebeul, das schönste Museum der Welt, zum 31. August gekündigt wurde und also räumen muss. Ich bin einfach fassungslos. Es ist Ich bin ein kleiner Thomas, wohne nicht weit weg von hier, wollte unbedingt mal in das Lügenmuseum. Es ist perfekt, es passt wunderbar zu uns, weil wir doch permanent und ich auch kleine Lügen habe. Und es ist wunderschön zu sehen, dass man dann ja nicht allein ist. Voller Fantasie, die Zeiten ändern sich, man muss sich immer neu orientieren. Habe ich gemacht in der Kathedrale des Sozialismus, weil das eine Geschichte erzählt, die ich gar nicht so gut kenne. Und überwältigt war ich eigentlich in allen Räumen. Ja, ich bin Arne. Bis jetzt bin ich hier in ein paar Räumen. Mich hat schon vieles überrascht. Ich habe Bilder von Kandinsky gesehen, das fand ich sehr lustig und auch als er uns das Ganze vorgestellt hat. Ich musste schon sehr oft schmunzeln.